Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns im Oberstockwerk unserer Wohnung und hier befindet sich Hannah Hamsas Zimmer. Und das wollte ich heute mit euch einmal kurz durchgehen, weil ihr wisst, Hamza hat in der alten Wohnung kein Zimmer. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal ein türkisches Kinderzimmer an. Los geht's. Kinderzimmer von Hamza und das, was ihr erstmal nicht seht, ist natürlich diese Wand hier, aber die zeige ich euch gleich nochmal, weil die habe ich extra schön dekoriert. Das ist Hamzas Kleiderschrank. Ich habe mich dafür entschieden, so für ein Häuschen, weil ich wollte keine Babyzimmermöbel, weil man die meistens halt nur so ein Jahr, eineinhalb, vielleicht zwei Jahre benutzen kann und ich halt nicht so viel Geld für Babymöbel ausgeben wollte. Das ist halt ein Kleiderschrank mit Bett zusammen, das zeige ich euch gleich. Was er vielleicht bis 10 Jahre, bis 15 Jahre benutzen kann. Sorry, dass ich so ein bisschen lachen muss, aber mein Mann kniet sich hier gerade hin und hält das Mikrofon. So, ja, der Kleiderschrank ist so aufgeteilt. Einmal hier so. Und hier diese Sachen. Es häufen sich so viele Sachen, Klamotten, Bücher, Spielzeuge an, wo Hamza nicht mehr reinpasst, Sachen, womit er nicht mehr spielt. Und deswegen würde ich euch vorschlagen, wenn ihr in derselben Situation seid wie ich, und ich glaube, das sind viele Mütter, verkauft die Sachen einfach. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. So, was ich dafür benutze, ist die Mami-Kreisel-App. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und die ladet ihr euch einfach im App Store runter. Die ist übrigens komplett kostenfrei, beziehungsweise auch das Verkaufen ist gebührenfrei. Ich habe mir schon ein Profil angelegt. Da seht ihr das. Also ich habe auch schon zwei Produkte angelegt und werde jetzt für euch nochmal live Schuhe hinzufügen. Dafür geht ihr einfach auf das Pluszeichen, zack, ein einzelner Artikel, dann das Video hochladen und jetzt mache ich mal hier schnell ein Foto. So, dann schießen wir das Foto mal. Zack. Okay. Dann wähle ich das Foto einmal aus, gehe auf Weiter und kann dann einfach alle weiteren Bedingungen ausfüllen. Wie zum Beispiel, wie der Name heißt, Artikel, Preis und so weiter. Ich habe jetzt alles soweit ausgefüllt. Das ging innerhalb von einer Minute und dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, hinzufügen. So, und jetzt habe ich den Artikel hier hinzugefügt. Den könnt ihr übrigens dann auch erwerben. So, was heißt das für uns? Wir können direkt beim Aufräumen mit der Mami-Kreisel-App bares Geld verdienen. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier ein paar Produkte hinzugefügt. Ihr könnt euch diesmal unter dem Link hier angucken. Und natürlich habe ich auch einen Download-Link für euch, falls ihr die Mami-Kreisel-App runterladen möchtet. Ihr könnt mit der App natürlich nicht nur verkaufen, sondern auch kaufen. Und ja, ich bin immer dafür, dass man Produkte gerne wieder oder öfter benutzt. Weil ich habe jetzt auch viele Sachen, die haben sie nicht mehr passen, die neutrale Farben haben, habe ich jetzt aussortiert. Und die wird jetzt auch meine Tochter anziehen. Also wiederverwerten. Ich bin immer pro Wiederverwerten, sei es nicht nur Klamotten, sondern auch Spielzeug, beziehungsweise Bettchen, Nestchen, alles, wo ihr nicht mehr benutzt, könnt ihr auf Mami-Kreisel hochladen. Vielleicht erfreuen sich dann andere daran und ja. So, das zu dem Kleiderschrank und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum Bett. So, jetzt befinde ich mich oder sitze in Hamzas Bett und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist das denn? So ein Riesenbett. Ja, ich habe es mir am Anfang so ein bisschen schwer getan, weil ich dachte so, okay, ich möchte jetzt kein Zwischenbett haben, weil das mit unnormalen Kosten verbunden sind. Also die Möbel bzw. Ihr wisst das selber, diese Sachen sind hier mega arschteuer. Und ich habe mich dann halt für ein Bett entschieden, was er dann halt auch noch später benutzen kann. Und die Bettgröße ist 1,90 zu 2 Meter. Also hier kann auch ein Erwachsener drin schlafen. Und ja, das, was mir so gut an diesem Bett gefallen hat, ist, dass er hier nicht rauspumpsen kann. Also er müsste aufstehen und dann erst hier rausgehen. Das wieder in so einem Häuschenstil, in diesem Montessori-Häuschenstil. Montessori ist gut. Montessori-Häuschenstil gefällt mir sehr, sehr gut. Hamza schläft auch sehr gut hier in diesem Bett. Er hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Am Anfang hatte ich so ein bisschen Schiss, dass er, wie gesagt, immer rauspumpt, beziehungsweise hier runterklettert oder so, aber nein, das ist nicht passiert. Ja, ich habe hier noch für sein Bett dieses Geflochtene bestellt, damit er halt, wenn er sich dreht, seinen Kopf nicht stößt. Dann habe ich für ihn Bettwäsche natürlich gekauft, auch wenn er mit einem Schlafsack schläft, immer noch. Ist es immer ganz gut, falls es doch mal ein bisschen kälter wird, dass er sich selber zudecken kann. Dann haben wir hier noch einmal diese wunderschöne Gardine, die ich hier bestellt habe. Ja, die gibt, finde ich, dem Häuschen immer noch so dieses extra Flair, würde ich sagen.
Dann habe ich hier noch so eine Lichter bestellt. Und zwar, wenn ich ihn schlafen lege oder wenn wir zusammen schlafen liegen, dann mache ich die an. Das ist nur so ein ganz leichtes, losches Licht. Und wenn er dann eingeschlafen ist, mache ich das auch wieder aus. Dann habe ich hier noch so ein paar Kissen anfertigen lassen für Hamza. Die sind so kuschelig weich und alles so in meinen Lieblingsfarben. In meinen Lieblingsfarben. In Mint. Ich hasse so Jungsblau. Ja, das ist immer dieses Klischee, Mädchenrosa. Ich habe auch zum Beispiel bei Fassade, da habe ich nichts eingekauft. Ich habe so viele Sachen geschenkt in Rosa. Und ja, aber ich habe gemerkt, dass ich bei Hamza fast immer nur neutrale Sachen gekauft habe, so dass ich diese Wiederverwertung, Mami-Kreisel, dass ich diese halt wieder nochmal benutzen kann. Oder hier habe ich ihnen einen Elefant angefertigt. Ja, sehr interessant. Ja, also dieses Bett gefällt ihm sehr, sehr gut und mir auch. Und ich, wie gesagt, ich wollte halt etwas haben, wo er später auch noch was von hat. Und ja, dieses Bett gefällt uns sehr, sehr gut. Lieben. So kommen wir zu den Gardinen, meine Lieben. Und zwar habe ich mich hier für weiße Wölkchengardinen entschieden mit mintigen Fonds. Ich wollte es einfach noch ein bisschen kindlich halten, deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. So, dann habe ich hier mir noch einen Buchstaben anfertigen lassen, das ist so ein Licht, H für Hamza. Da ist jetzt übrigens keine Batterie drin, aber die Lichter gehen normalerweise an. Auf Instagram gibt es halt so verschiedene Shops, die diese Sachen so anfertigen lassen, aber ich dachte damals, als ich das bestellt habe, dass man das an die Wand hängen kann und das kann man leider nicht und deswegen ist es hier so auf dem Boden zu. Und ich würde sagen, wir drehen uns jetzt einmal um zu der Wand. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte, was mein Mann übrigens noch nicht geschafft hat anzubringen, ist eine Schaukel, die ich für Hamza angefertigt habe. Aber ich sage euch immer wieder, Leute, was man innerhalb von 72 Stunden nicht erledigt, das wird noch in 2 Jahren nicht erledigt werden. Ich rede aus Erfahrung. Ich habe hier einen Tisch anfertigen lassen für Hamza. Das ist ein echter Holztisch. Den habe ich wieder in Mint lackieren lassen mit so, guck mal wie süß es aussieht, mit so Häschenstühlen. Und davon habe ich jetzt erstmal 2 machen lassen, weil das war schon relativ teuer. Also Tisch und 2 Stühle habe ich, glaube ich, komplett 650 TL bezahlt. Ja gut, umgerechnet 100 Euro. Aber für türkische Verhältnisse ist das schon nicht gerade billig. Aber ich dachte mir, bevor ich jetzt hier so ein Plastik von was anderem kaufe, dann lieber nochmal 100 Lira mehr draufgeben und dann habe ich hier was Stabiles, wo er auch drauf malen kann und das halt auch wegwischbar ist. So, dann haben wir hier natürlich noch seine Spielzeuge und so weiter. Und ja, falls irgendwann doch mehrere Kinder sein sollten, dann kann ich halt immer nochmal 2 Stühle extra anfertigen lassen. So, dann habe ich hier noch Bilderrahmen anfertigen lassen. Da kommen dann die Bilderrahmen von Hamzas Bauch rein, beziehungsweise von meinem Bauch, wie er in meinem Bauch drin war. Und dann habe ich hier noch ein Regal anfertigen lassen in diesem Häuschen bzw. Bergstil, was auch noch nicht hängt, weil mein Mann das noch nicht angebracht hat. Ich back mal Banane. Ja, wenn man es nicht selber macht, ne? Ich weiß auch noch nicht, wo ich es anbringen soll. Ich glaube hier an die Wand. Aber es ist ein bisschen nervig, wenn man das nicht selber irgendwie anbringen kann und dann auf den Mann angewiesen ist. Ja, dann habe ich hier noch, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, diese Säckchen, wo man halt so Spielzeug reinpacken kann. Und ja, da haben wir auch so ein bisschen was drin. Und wenn wir dann gemeinsam aufräumen, dann kommt das hier alles wieder rein. Und dann kann man das alles wieder zumachen. Und dann hat man das alles ordentlich verstaut im Zimmer. So, jetzt möchte ich euch noch ganz kurz die Wand zeigen. Und zwar habe ich versucht, hier so ein paar Sternchen und seinen Namen aufzukleben, wie bei Sales Zimmer auch, das habt ihr ja auch schon gesehen. Und Dream Big Little One halt ein bisschen Deko gemacht. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Jungszimmer hat euch gefallen. Also ich habe versucht, das so nach meinem Geschmack einzurichten. Ich weiß jetzt nicht, wie deutsche Kinderzimmer aussehen, aber ja, das ist so unser Kinderzimmer. So, was ich euch jetzt hier nochmal kurz zeigen wollte, ist natürlich dieses Pano. Also beziehungsweise dieses Namensschild, das habe ich auch extra anfertigen lassen für Hamza. Und auch wieder in diesen Mintfarben mit kleinen Ballonchen und Sternchen oben drauf. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und für Sada habe ich auch eins machen lassen. Und das zeige ich euch dann nochmal separat auf Instagram. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich auf jeden Fall über eure Kommentare freuen, was euch so gefallen hat und was nicht. Beziehungsweise was ihr noch ergänzen würdet.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Einschalten und vergesst bitte nicht, die App euch nochmal anzugucken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.